Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, liebe Leute. Heute ist richtig geil. Ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Ich habe ein neues Bike, das steht hier hinter mir. Aber bevor ich euch das zeige, boah, hier ist eine Mucke die ganze Zeit in meinem Gesicht. Bevor ich das zeige, wollte ich noch kurz das Razorback Moose Feedback machen. Und zwar gehen wir dafür einmal ins Auto. Hier ist mein Bike drin, leider noch nicht gewaschen vom letzten Rennen. Wie man sehen kann, oder ich schwenke mal kurz die Kamera. Wie man sehen kann, das war ein harter Maxxis-Reifen und der ist jetzt schon wirklich gut malträtiert. Es fehlt schon der ein oder andere Stolle, auch vorne. Das war im Normalfall ist es so, bei einem 120er Moose in einem 140er Reifen, dass das Moose eben im Arsch ist, also quasi porös wird oder brüchig wird, bevor der Reifen überhaupt fertig ist. Und das ist halt immer doof, weil man dann quasi eigentlich seinen Reifen, der noch gut ist, runter machen muss und ein neues Moose reinmachen muss. Das macht ja kein Mensch. Wenn der Reifen fertig ist, kann theoretisch auch das Moose fertig sein. Dann kann man beides zusammen tauschen. Oder im besten Fall natürlich hält das Moose viel länger als der Reifen selber. Bei dem Razorback Moose war es jetzt so, dass man, wenn man es jetzt richtig hart gefahren ist auf Hartboden, merkt man jetzt ungefähr, also ich bin jetzt ungefähr so 10 bis 15 Betriebsstunden drauf gefahren. Ich habe es nicht genau geschaut, aber so um den Dreh rum, davon zwei Rennen. Beziehungsweise drei Rennen, also drei Renntage und echt viel Training und so weiter. Und es war wirklich so, dass es, sag mal, und es war wirklich so, dass es sich immer geil gefahren hat. Jetzt am Ende merkt man, wenn man jetzt richtig ballert, dass es bei Temperatur hinten einfach ein bisschen walgig wird. Und deswegen würde ich jetzt für ein Rennen ein neues wieder reinmachen, aber für Training oder so taugt es noch allemal. Also alles in allem für den Preis, was das Moose kostet, mega, ja. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es überhaupt so lange hält, weil es gibt anderes Moose, was nicht ansatzweise so lange hält. Und ja, wirklich für den Preis kann ich es absolut nur jedem ans Herz legen. Testet es mal. Geht es bei 24MX. Der Satz kostet 145 Euro oder so. Haltet ein Auge offen. Es gibt immer wieder so Aktionen, wo es dann einfach echt günstiger ist oder vielleicht sogar halber Preis oder so. Das ist echt geil. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und das Ganze lief so geil oder fand ich so gut, dass ja, ich da direkt nochmal eine Ladung geordert habe, für vorne und für hinten. Vielen Dank nochmal an 24MX für den Support an der Stelle. Finde ich total geil. Ich fahre echt happy mit dem Moose. Das sind jetzt auch 140er Moose für hinten, was sie mir geliefert haben. Das heißt, die Haltbarkeit sollte jetzt noch besser werden. Ich bin mal gespannt. Ich lasse euch da auch nochmal ein kleines Feedback dazu kommen. Aber ich denke mal eher auf Instagram, ich denke mal auf YouTube haben wir das Thema durchgekaut. 24MX Razorback Moose. Daumen hoch von mir. Also, ich bin happy. Also, wir gehen hier rüber. Die ein oder anderen, also die Pfiffigen unter euch, sage ich jetzt mal, die werden das Ganze schon mal erspäht haben. Ich bin damit auch schon mal mit dem Adrian und mit dem Niklas, waren wir da ja schon mal auf so einem Camp-Trip über Nacht. Und da war das Moped auch schon dabei. Das habe ich so als kleinen Special-Gag für Niklas mitgebracht. Und zwar, Leute, wo ist die Begeisterung? Ey, das ist doch total geil. Das ist eine Honda XL185S. Ja? Baujahr irgendwas in den 80ern. Total geiles Gefährt. Ein Zylinder, Viertakt. Ja? Es ist ein Enduro-Motorrad, auch wenn es leider so total verekelte Straßenmischstollenreifen da drauf hat. Total geiles Teil. Habe ich vor ein paar Monaten schon geschossen. Für einen guten Preis. Ich habe da so ein geiles Video von so einem Typ gesehen, der so ein Ding komplett restauriert hat und damit übelst am Senden war. Und ich dachte mir, Alter, sowas muss ich haben. War halt wieder einer meiner spontanen Ideen. Habe ich 2 Tage auf eBay Kleinanzeigen verbracht und dann habe ich das gute Ding hier bei mir in der Nähe geschossen. Es hatte auch echt einige Sachen, die man machen musste, aber bei den Dingern ist der Markt auf eBay so geil. Da habe ich, glaube ich, für 120 Euro oder so eingekauft am Anfang. Und das ist alles schon neu gekommen. Ich habe auch, es lief am Anfang nicht, also ich habe die abgeholt, da waren ein paar Sachen abgebaut und so, da lief echt gar nichts. Und das habe ich auch alles schon mal gefilmt, nur habe ich, glaube ich, leider die SD-Karte irgendwo formatiert. Und das ist leider nicht mehr auffindbar, das Ganze. Deswegen mache ich euch jetzt hier ein neues Video und wir machen einmal so einen groben Überblick, was ich alles getauscht habe. Es kam ein neues Zündschloss, ja, hier mit neuem Zündschlüssel, weil der andere Schlüssel war natürlich fort. Ist natürlich nicht geklaut, ich habe Papiere und so weiter. Dann kam eine neue Zündkerze. Ich habe einen neuen Luftfilter reingemacht und so ein neues Luftfiltergehäuse. Ich habe den kompletten Vergaser, alle Düsen und alles geändert. Ich habe hier neue Griffe drauf gemacht, einen neuen Gasdruck dran gemacht und so weiter.
dass das halt einfach alles wieder mal vernünftig ist. Das war halt davor einfach richtig verekelt, ne? Ihr kennt's, das Moped stand ewig in irgendeinem Schuppen drin und so, da hat sich keiner drum geschert. Ich habe noch neue Gabelsimmerringe und so und man kann sich halt wirklich einfach in eBay bedienen. Das Problem ist bei dem Ding, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, es qualmt wie die Sau, Leute. Also es verbrennt irgendwo massig Öl und das fühlt sich halt einfach nicht so geil an, auch wenn man fährt und so, es rasselt und es rappelt. Dazu aber später mehr. Ich wollte jetzt nämlich nicht einfach nur ein Video machen, wie ich quatsch. Ich habe meinen Helm dabei, liegt im Auto und ich hau euch auf die GoPro. Ich schraube jetzt noch kurz ein Kennzeichen dran, ich habe das Ding heute zugelassen und dann setze ich mich auf den Karch und wir machen mal eine erste Ausfahrt. Ich bin selber schon mal 2 Meter damit gefahren, eigentlich ist nur der Niklas damit gefahren bei unserem Trip, da wo ich mit dem Minibike gefahren bin, der A3 mit der Scrambler. Und ich mache heute mal die erste Ausfahrt, wir heizen ein bisschen auf der Straße rum und mal gucken, was wir alles so Lustiges finden und was das Ding so richtig kann, weil wirklich, ich bin es noch nicht so richtig gefahren. Aber auf die GoPro und los geht's. So Leute. Ich habe gerade noch ein bisschen getankt, wie man hier sieht, leichte Benzinspuren. Das kann jetzt halt natürlich auch noch voll nach hinten losgehen. Ne? Also das Moped ist das letzte Mal gelaufen, vor bestimmt 2 Monaten oder so. Ich habe da auch wirklich nichts mehr dran gemacht. Ich habe die jetzt einfach nur aus der letzten Ecke von der Garage geholt. Ja, hier ist alles so ein bisschen wackelig und rattelig. Und ich hoffe jetzt einfach nur mal, dass das hier funktionieren wird. Off. On. On. So. On wollen wir. Choke. Oh, habe ich doch am Lenker. Oder? War das nicht so? Nee. Oh Mann. Hoffen wir mal, dass sie läuft. Okay. Zündung aus, ich Vollidiot. Gut. Alter, erster Kick mit Zündung. Das gibt's ja wohl gar nicht. Leute, Moped is ready to go. So. Ja, Standgas hält sie nicht. Das weiß ich, das war beim letzten Mal auch schon so. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin hart gespannt. Das wird so witzig. Leute, hoffentlich nicht für mich. Also, ich stehe jetzt hier, ich habe schon ein kleines Problem entdeckt und zwar die Kupplung trennt die ganze Zeit. Also quasi hier, das hier geht irgendwie nicht weiter rein, also hier kann ich nichts mehr machen. Ich muss jetzt hier nochmal kurz nach Hause und hier unten den Versteller da anpassen. Hier, ne, sieht man das? Da hat irgendjemand da die beiden Muttern vorne hin, da muss eigentlich eine vorne, eine hinten hin. Das ändere ich kurz. Kupplungszug habe ich nämlich nicht getauscht. Und was auf jeden Fall neu kommen muss, ist der Lenker. Leute, ihr seht, das sieht komplett scheiße aus. Nummer 1, 2, fühlt sich komplett beschränkt an. Also die Form davon und so weiter, das geht gar nicht. Aber ja, ich bin schon mal happy, dass es überhaupt läuft. Und ich fahre kurz heim, ende das und dann düsen wir doch noch. Leute, was auch mega lustig ist, das habe ich gerade gesehen. Ja? Wenn man bremst, dann tut einfach das Schutzblech vorne am Reifen schreiben. Hört euch mal an. Das hat sich gerade angehört, als ob das Ding explodiert. Ja? Und wie gesagt, die Kupplung rutscht. Ich mach das ja kurz. Meine Freunde, Kupplung ist gemacht. Das Problem ist aber tatsächlich noch nicht komplett behoben. Es ist ein bisschen besser, aber noch nicht komplett weg. Also ihr hört, die Kupplung bleibt immer noch ein bisschen hängen. Vielleicht ist aber auch, weil wir jetzt einfach so gefahren sind, Kupplung einfach an sich kaputt. Mal schauen. Ich klappe jetzt auf jeden Fall so ein bisschen die Local Spots ab und versuche mal so ein bisschen einen Fahreinblick von diesem Ding zu geben. Das ist auf jeden Fall lustig, weil es halt einfach so viel Geräusche und Vibrationen gibt. Hört ihr das vorne, das Kratzen? Hier rum. Jetzt. Boah.
hier auch nicht zu lange bleiben. Hier sind Leute, die baden. Ich will denen nicht auf den Sack gehen. Einmal fahren wir noch hier den Sprung des Todes, weil es eigentlich ziemlich einfach. Aber mit dem Moped hier auf jeden Fall der Sprung des Todes. Boah, die Fußmasken sind so Horror, gell? Also jetzt in die andere Richtung. Oh, hier fällt Zeitcover ab. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, jetzt Sprung des Todes, Leute. Alter, fast Schienbein gebrochen. Was war denn das? Also, es ist auf jeden Fall ein abenteuerlicher Ritt mit dem Teil. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber es macht unfassbar Laune. Die Hinterbremse ist auch nicht so die geilste. Ne? Das muss ich auch ganz klar sagen. Und jedes Mal, wenn man anhält, ist irgendwie der Leerlauf drin. Aber ich versuche mal ein Wheelie für euch, okay? Boah, ist das scheiße ohne Bremse. Also für bessere Wheelies muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben damit und vor allem die Bremse instand setzen. Das ist so nämlich ein bisschen tricky. Aber es geht hier wirklich erstmal nur um den ersten Eindruck und dass ihr das Bike überhaupt mal seht. Hört euch das an, ist das nicht geil? Ah, herrlich. Wenn man runterschaltet, gibt die sogar ein bisschen Fehlzündung. Rüberfahren so. Und das machen wir mal, oder? Ich muss gerade mal kurz schauen, irgendwas wackelt da hinten, nicht, dass es hinter der Dose ist. Ja, ein bisschen, aber ich würde sagen, das liegt im Toleranzbereich. Du Scheiße, Leute. Ich dachte gerade, irgendwas ruckelt da. Guckt euch mal die Kette an. Nicht, dass das Kettenblatt jetzt irgendwie fest wäre oder so. Das ist auch komplett locker. Aber die Kette ist ja mal komplett im Arsch. Oh, Scheiße. Ich hoffe, dass das jetzt nicht das Ende vom heutigen Video ist. Ich fahre jetzt mal gerade nach Hause und gucke, ob ich so eine Kette da habe. Scheiße, ich hoffe, dass ich damit noch heimkomme. Was meint ihr? Würdet ihr damit noch heimfahren? Ich meine, ich habe nicht viel andere Wahl. Ich bin nicht so weit weg von zu Hause, aber... Boah, geil ist das auf jeden Fall nicht. Ey, scheiße, scheiße, scheiße. Hoffentlich zerreißt es mir das jetzt nicht. Und das ganze Motorgehäuse vorne geht im Arsch. Ich muss jetzt auf jeden Fall sehr Piano machen. Oh Gott, oh Gott, das hält niemals. Oh Gott. Nee, das hält nicht. Leute, ich muss kurz eine Rescue-Mission starten. So Leute, ich wurde zum Glück gerettet. Die Vivi hat mich abgeholt mit dem Bus. Ich lade jetzt ein und gucke, dass ich es noch repariere. Vielleicht geht noch eine Late-Night-Runde. Bin mir aber nicht so sicher, wie lange das geht und ob ich überhaupt eine Kette finde. Vielen Dank fürs Retten. Oh Mann, Leute, so hatte ich mir das Ende vom Tag auf jeden Fall nicht vorgestellt. Ich habe hier den Übeltäter der Kette. Ja, wie man sehen kann, die ist komplett im Arsch. Also wirklich, die wackelt so hin und her, das sollte eigentlich komplett straff sein. Die kommt jetzt auf jeden Fall in die Tonne. Das ist leider so eine, ja, keine Ahnung, so eine Kindergartengröße. Also das, da passen meine normalen 520er Motocross-Ketten oder Enduro-Ketten oder was das sind, passen leider nicht. Ja, das heißt, das Video ist jetzt leider zu Ende. Bisschen schade, ich hatte echt Bock, damit eine richtige Runde zu drehen. Das holen wir aber beim nächsten Mal auf jeden Fall nach. Ich bestelle morgen gleich so eine Kette und dann ja, schaue ich, dass ich das die Tage geregelt kriege. In dem Sinne, tut mir leid fürs etwas kürzere Video, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange es wird. Ich habe aber auch viel gequatscht. Leider wenig Fahr-Action, wie gesagt, leider nicht, oder nicht meine Schuld. Ja, beim nächsten Video gibt es dann die ganze Fahr-Action. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule but they're falling hard.